Herr Stefanie, seit wann bist du in der Jugendfeuerwehr? Seit 2012. Wie bist du dazu gekommen? Also, mein Papa ist allgemein in der Feuerwehr und hat gesagt, ich soll mal schauen. Und das hat mir noch gefallen und dann bin ich da reingegangen. Kannst du mir mal erklären, wieso hat er heute hier getroffen? Also ich bin jetzt hier drin, weil es mir halt gefallen hat. Und mein Papa hat gesagt, das sei eine einmalige Chance. Und ich komme halt jedes Training, weil ich sonst nicht weiss, was machen. Was macht ihr da in diesem Training? Also wäre eben erstens der 400 Meter Lauf und zweitens ein Parkour. Kannst du uns das mal genauer erklären, was da die Unterschiede sind? Also beim 400 Meter Lauf muss jeder 25 Meter oder 50 Meter Lauf und verschiedene Sachen machen. Und beim anderen Parkour muss man die ersten 5 müssen laufen, über Wasser springen, über ein Dings drüber klettern, durch ein Tunnel. Und die anderen müssen genau das Gleiche machen, einfach mit einem Schläuchen hinten an. Und ja. Jetzt, auf was würdet ihr euch da vorbereiten? Also auf die Weltmeisterschaft und ja. Wann ist die Weltmeisterschaft, weißt du das? Also vom 14. bis 21. Juli. Ja, Jael, seit wann bist du schon in der Jugendfeuerwehr? Seit so 1 oder 2 Jahren. Wieso bist du da drin gegangen? Ich habe eine Kollegin damals gefragt, ob ich mal ein Probetraining will und dann hat es mir gefallen. Jetzt, aus welchem Grund bist du heute hier rübergekommen? Ich habe mich hier angemeldet und es macht mir einfach Spass. Von diesen ganzen Sachen, die ihr hier macht, was macht ihr da am meisten Spass? Welchen Posten? Ich glaube fast, dass wenn man zuerst laufen muss, nachher den Schläuch nehmen und auf das Brett. Ja. Wie viel Mal trainiert ihr pro Woche? Oder wie viel Mal trainiert ihr? Jede 3 Wochen. Und gibt es da unterschiedliche Sachen, die ihr trainiert oder immer das Gleiche? Wir haben so 2 Parkour, einmal der 400 Meter Lauf und einmal eben der Parkour. Am Parkour müssen wir einfach laufen, durch den Tunnel, so müssen wir pumpen, so müssen wir Knöpfe machen.